So, ist jetzt derjenige, der die Sahaba beschimpft, ist der ein Muslim oder ist der ein Kafir? Du sagst Kafir? Glaubst du? Ich korrigiere euch. Ihr könnt ja nur sagen, was ihr denkt jetzt, nach dem, was ihr vom Koran gelesen habt und vom Koran gehört habt. Weil ich habe euch ja bisher nur Koran genannt. Was denkt ihr? Jemand, der die jetzt beschimpft. Allah sagt, Allah lobt die und der beschimpft die. Ich glaube Käfer, weil Allah lobt die im Koran und man leugnet das ja, wenn man die... Ja, es ist ganz, ganz gefährlich. Es ist ganz, ganz gefährlich. Aber im Allgemeinen sagen wir, Ali radiallahu anhu, als er beschimpft wurde und bekämpft wurde, hat er die, die ihn beschimpft haben, nicht zu Kuffar erklärt. Und deswegen sind wir vorsichtig damit. Aber was wir definitiv sagen können, dass das ganz, ganz, ganz gefährlich und haram ist und ein Irrweg ist. Ja, aber es gibt einige Gelehrte, die sagen ganz klar, wer das macht, ist ein Käfer. Ja, deswegen ist hier eine ganz rote Linie. Die Sahaba sind für uns eine rote Linie. Ja.